Hallo und herzlich willkommen zur Videoreihe Arrangieren eines Rocksongs. Mein Name ist Dennis Schwachhofer und in diesem Tutorial werde ich euch zeigen, wie ihr mit dem kostenlosen Programm Cakewalk einen Rocksong arrangieren könnt. Als Ausgangspunkt haben wir zwei Gitarrenspuren und werden diese mit Hilfe von virtuellen Instrumenten zu einem vollständigen Arrangement ausbauen. Wir lernen, eine Synthi-Fläche, einen Rockbass und ein Drumset zu programmieren. Und am Schluss zeige ich euch noch, wie wir unseren Song abmischen, damit er auch wirklich nach Rock klingt. Natürlich könnt ihr euch die Videos einfach nur anschauen, aber ich würde euch empfehlen, Cakewalk zu installieren und die Videos mit mir gemeinsam Schritt für Schritt nachzuvollziehen. Alles, was ihr dafür braucht, ist ein Computer mit einer einigermaßen aktuellen Version von Windows. Ich habe euch zu jedem Video die passenden Materialien bereitgestellt, damit ihr dem Kurs ohne Probleme folgen könnt. Die Videos bauen zwar aufeinander auf, ihr könnt aber auch die Kapitel, die euch nicht so sehr interessieren, ohne Probleme überspringen. Um Cakewalk zu installieren, gehen wir auf bandlab.com und erstellen uns erst einmal einen Account. Danach können wir den Bandlab-Assistenten herunterladen und dort dann auch Cakewalk. Bitte geht sicher, dass ihr auch die Studio Suite installiert, da diese einige der virtuellen Instrumente, die wir benötigen, beinhaltet. Falls ihr Probleme bei der Installation habt, habe ich euch ein paar ausführliche Tutorials verlinkt. Wenn alles geklappt hat, würde ich sagen, legen wir gleich los und sehen uns im nächsten Video.